Am Wochenende, ich habe meist Besuch auch gekriegt, ne? Samstag Nachmittag, Hund, Sunny mit Hund gekommen, mit Flecki gekommen und so. Gibt's auch noch eine Geschichte, weil ich mit Sunny auf dem Zimmer irgendwie was gemacht, keine Ahnung. Haben uns halt unterhalten, haben den Hund 2 Stunden draußen bei den Andrucha und seinen Kumpels gelassen, bei den Russen. Und die haben auf dem Hof, ist ja so rot gepflasterter Hof, haben die mit dem Hund mit einem Tennisball gespielt. Und haben im Kreis gestanden, so 10, 15 Meter immer so bis zum nächsten und haben den Ball nur hin und her gekickt. Haben sich kaputt gelacht über den Köter, weil die voll Anlauf nimmt und dann auf den Ball so Vollbremsung macht. Und irgendwann nach einer Stunde oder anderthalb ruft Andrucha so, ey, komm mal runter. Ich so, was? Komm mal runter, dein Hund geht's nicht gut. Komm runter, jetzt habe ich auch voll aufgeregt. Was denn? Flecki liegt so auf der Seite und leckt sich die Füße. Und ich heb sie auf, guck mir die Füße an. Boah, das sah aus wie so eine geplatzte Orange. Unten die Ballen, so die Haut, also so und alles blutig, alle 4. Die haben die so lange über den Hof gehetzt, bis die alle Ballen komplett offen hatte. Ja, den Tag ist sie dann nicht mehr, hat sie Ballverbot gekriegt. Die rennt ja bis auf den Knochen, ist ja scheißegal, das ist ein bisschen blöd, der Hund. Ne? Und ein bisschen Bepanthen drauf, dann hat sie einen Abend so gelegen, Füße nach oben, nächsten Tag war schon wieder alles gut, schon wieder gerannt, ne? Ohne Blut, ohne gar nichts, ohne auch nur einmal beizugehen. Terrier halt, ne? Voll erschrocken, komm, dein Hund. Ich sag, was denn? Komm gucken. Alle 4 wurden komplett auf, ne? Haben die sich auch Höllenspaß von gemacht, die blöden Wichser, ne? Ich hab das ja mitgekriegt, wie die gelacht haben, und es ist direkt unten vor dem Fenster, ne? Sie bepissen, ab und zu habe ich gesehen, Flecki voll am Flitzen, am Kläffen, weil wenn einer den Ball hochhebt, sie kläfft ja sofort. Gib den her, ne? So. Hört ja auch erst auf, wenn der Ball wieder fliegt, dann hinterher. Original, alle 4 Pfoten, komplett offen, blutig. Ist auch gewünscht, soziale Kontakte. Die ist da eingetragen als meine Lebensgefährtin, als meine Verlobte. Und klar, am besten, die wird mit einbezogen. Wir hatten dann ja später auch noch so ein paar Gespräche. Also so ging in den letzten 3, 4 Monaten, fängt das dann auch an. Diese Außenorientierung, das soziale Gefüge, was man hat, dass sie eine Hilfestellung wollen die leisten und gucken halt, was für Möglichkeiten sind da, wie sieht das überhaupt aus. Ja, und die halten dich auch an, immer das auch, was passiert in der Therapie, mit deinen Leuten zu Hause zu teilen, also das mitzuteilen, was deine Veränderungen sind, alles nochmal erzählen. Ist wichtig, nochmal, sag's nochmal laut, sprich's aus, sag's den anderen, damit sie wissen, was los ist. Ja, das ist ja halt auch so, wenn man redet irgendwie, es macht ja nichts anders, es ist nicht weg, aber andere können besser mit dir umgehen, dann einfach, weil sie es wissen, was los ist. Man vermutet ja immer nur, wow, jetzt nervt er schon wieder, dreht voll ab und so, weil ja, keiner weiß, was los ist. So, ne? Genau, es findet ein Austausch statt. Das muss man auch erst erfahren, das glaubt man ja vorher nicht, das habe ich auch nicht geglaubt. Was soll das denn ändern, wenn ich etwas laut ausspreche? Das macht doch gar nichts anderes. Das sind doch nur Worte. Aber Worte haben schon ganz eine Menge Gewicht und vor allem, wenn man sich Sachen selbst sagt, so, oder immer wieder auch sich das vor Augen hält, was eigentlich los ist, ne? Ja, ist komisch. Es ist auch aber ein Prozess, den muss man einfach mal erstmal aushalten, auch dann laut aussprechen und dann auch zu fühlen, erstmal, es ändert gar nichts, habe ich doch recht gehabt, so fühlt es sich ja auch erstmal an. Aber auf die Dauer gesehen, den Ballast zu teilen und sich mitzuteilen, ist auf jeden Fall sinnvoller. Also ist auf jeden Fall positiver, als das immer nur mit sich selbst abzumachen. Weil dann ändert sich garantiert nichts, weil es nur in deinem Kopf ist und sonst nirgends. Kein anderer weiß, was los ist. Und das ist der allererste Schritt. Offen damit umgehen, damit überhaupt irgendwas passieren kann. Und sich dann halt auch eingestehen, dass es genau so ist, ne? Und nicht nur
sagen, das ist jetzt so und so oder ich bin so und so, weil ihr das so sagt. So, das ist dann ja auch schon ein bisschen, also war mir schon klar, der hat mir das zwar vor den Kopf gesagt, du bist nicht nur süchtig, du bist auch scheiße schwer kriminell, so, und da musst du dran arbeiten. So. Das ist schon erstmal ein ganz schöner Hammer, aber war mir doch klar, der hat recht. Also, oder das konnte ich nicht wegreden, sagen wir es mal so. Ich wollte noch nicht, dass er recht hat, aber ich konnte es auch nicht wegreden.